Hallo und willkommen zurück mit der Vorstellung eines sehr interessanten Fahrzeuges in der Kastenwagenklasse. Ich muss mir da wirklich jetzt einen anderen Ausdruck einfallen lassen, das Kastenwagen. Das wisst ihr ja schon, ist was, was mir nicht gefällt. Aber auch Van ist jetzt so, Also schauen wir mal, ob uns da was einfällt. Der Knaus Boxdrive 680 ME steht hier vor mir. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Der baut auf MAN. Ist ja jetzt nicht was ganz Häufiges. Deswegen natürlich auch sehr, sehr interessant. Gleich auch auffällig hier, super, die Markise komplett drüber. Gefällt. Und die Auszeichnung haben wir hier. Und das Erste, was natürlich auffällt, ist eine Länge von 6,84 Meter. Das haben wir ja wirklich in diesem Segment nicht so häufig. Und natürlich wollen wir jetzt alle wissen, wo gewinnt denn diese Länge an großem Vorteil. Das heißt, wir schauen natürlich rein. Wir haben hier diese schöne Schiffsbodenoptik und wir haben auch gleich am Eingang hier ein Fach. Ja, ist das jetzt für Zeitung? Ist das für Abfall? Ich tendiere fast zu sagen, es ist ein Abfallfach und ich stehe auf Abfallfächer. Das heißt, ihr habt keinen Müllbeutel oder irgendwas rumhängen. Alles gut. Und auch hier wieder der schwebende Dinettisch. Kein Tischbein. Das heißt, Doppelboden jederzeit erreichbar. Dann haben wir hier vorne das Cockpit mit den zwei Fahrersitzen. Und ich kann euch schon sagen, man merkt sofort, dass hier vorne mehr Raum ist. Ich werde mal versuchen, das wiederzugeben im Bild. Das ist nicht ganz einfach. Hier sieht man nicht viel, weil man vorne blickdicht gemacht hat. Aber es ist hier vorne definitiv mehr Raum. Und zwar spürbar mehr Raum. Ja, also sobald die Sitze auch hier hinten sind, das ist schon viel. So, lasst die Dinette auf euch wirken. Wir haben ein ganz tolles Lichtpanel da unter dem Oberschrank, den wir uns anschauen. Ja, also auch was Schönes, anstatt zwei kleine Schränke einen großen zu machen. Gefällt, sagt zu. Und hier noch ein kleines Ablagefach. Dann haben wir einen Küchenblock mit dem zwei Flammenkocher, mit einem rechteckigen Waschbecken, mit Schneidebrettabdeckung und ja, Schalter. Hängt er sich immer an den Schaltern auf. Ich finde die mega. Super. Einzelschalterplatz mit 4 Schaltmöglichkeiten. Natürlich, ich denke mal, das ist mittlerweile auch Standard, eine Arbeitsplattenverlängerung. Und ich habe eigentlich noch gar kein Fahrzeug gefunden von dem Jahrgang, wo ich sage, das sind nicht die durchgängigen Schubladen drin. Die haben wir hier auch wieder. Also schöne, große Schubladen. Ja, und laufen. Wichtig. Ist mir sehr wichtig. Laufen einfach. Zack. So,
90 Liter Kompressorkühlschrank. Den haben wir wirklich mittlerweile in ganz vielen Fahrzeugen verbaut. Und wir haben ihn immer, diesmal den Tedford, wir haben ihn immer auf super angenehmer Höhe verbaut. Ja, also das ist toll. Gefrierfach mit drin und Stauklappe oben drüber. Das heißt, hier wieder Platz. Ja, jetzt haben wir wieder was gefallen muss. Also nicht die Schubladen, die ich euch jetzt noch zeige, sondern ein anderes Thema. Oh, die sind aber schon geräumig. Und zwar das hier. Der eine steht drauf, der andere nicht. Was sagt uns das? Wir haben ein Raumbad. Und dieses Raumbad wird abgetrennt durch, wie zeige ich euch das denn jetzt? Schauen wir mal. Hier durch diese Drehgeschichte. Und ich bleibe jetzt einfach mal mittendrin und sperre mich für euch ein. Zack. So, jetzt bin ich mitten im Raumbad. Ihr hört es wahrscheinlich am Klang. Ja, es ist schon, also Raumbad ist schon geräumig. Ja, gibt es nichts. Also das ist hier jetzt ringsrum zu. Und wenn wir da rausschauen, ja, ein bisschen. Das ist ringsrum zu. Und ich habe hier die Möglichkeit, noch so eine... Zack. So, jetzt ist der Toilettenbereich abgetrennt. Jetzt habe ich hier eine komplett geschlossene Dusche. Das fühlt sich gut an. Also muss ich sagen, ich bin nicht so der Raumbad-Fan. Aber es fühlt sich gut an. Es ist ganz viel Platz zum Duschen. Machen wir den Vorhang wieder auf. Dann haben wir wieder unsere Toilette. Wir haben ein zusätzliches Fenster. Wir haben ein Klappwaschbecken. Aha. Und was heißt das? Wo klappt das? Ah ja, ich sehe es schon. Warte mal. Aha. Ach, guck. Ja, also, warum auch immer. Ich kann jetzt das Waschbecken hier nach vorne klappen. Also fragt mich mal, warum. Ich habe keine Ahnung. Das erschließt sich jetzt mir nicht wirklich, warum ich dieses Waschbecken nach vorne klappen kann. I don't know. Oh, dahinter habe ich jetzt auch nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwas verkehrt mache. Ja, also das Waschbecken kann man nach vorne klappen. Klappwaschbecken mit Doppelfunktion. Mhm. Und wieder kein Verkäufer da, weil ich zu früh da bin. Ja, wir können das Waschbecken nach vorne klappen. Punkt. Wir haben hier wieder die Möglichkeit, die Lichtfarbe zu verstellen. Einen Spiegelschrank. So. Nein, kein Spiegelschrank. Einen klappbaren Spiegel. Also ich fürchte fast, man kann das Waschbecken... Ja, hängen wir uns jetzt nicht am Waschbecken auf. Es ist, wie es ist. Das sind ja meine Entdeckungstouren. Und jetzt machen wir das Ganze wieder hier luftig. So. Und da sind wir wieder. Jetzt schauen wir uns den Schlafbereich an. Hier haben wir natürlich ein komplettes Ausspielen des Vorteils Fahrzeuglänge. Ja, also ich denke, das könnt ihr sehen. Auf jeder Seite drei Stauschränke unterteilt. Ja, da ist echt Platz. Und es ist vom Raumgefühl her schon
Wow, muss ich sagen. Also das ist ein Wahnsinnsbett. Die Maße habe ich jetzt leider nicht da. Wir haben hier aber auch noch die Möglichkeit, das Bett in der Höhe zu verstellen. Wir haben einen innovativen Hubmechanismus. Das heißt, sicherlich kein elektrisches Hubbett, aber die Möglichkeit, das Bett in der Höhe zu verstellen. Und ihr seht schon, da reagiert man jetzt eigentlich in der ganzen Branche drauf, den Kastenwagen noch innovativer zu gestalten. Denn mit diesem Thema Hubbett habe ich natürlich immer einen enormen Platzgewinn. Ja, wir haben hier eine versteckte Trittstufe, auch wieder mit Staumöglichkeit in beiden Stufen. Und das ist sicherlich eine ganz tolle Sache, wenn ich mir vorstelle, dass das Bett einfach nicht so wie jetzt komplett unten aufliegt, sondern eben weiter oben ist. Dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, bequem einzusteigen. Wir haben hier hinter dem Bad vor dem Bett einen Kleiderschrank, Ablagefach, Kleiderstange und hier unten noch, also sehr, sehr geräumiger Kleiderschrank. Also hier von dem Heck bin ich mega begeistert. Das ist riesengroß. Und ja, schade, dass die Jungs das hier nicht verstanden haben, wie bei Karthago, dass man einfach Schilder ins Fahrzeug macht, die uns sagen, wie groß ist das Bett, weil das ist wirklich groß. Wie groß ist das Bett, wie groß ist der Stauplatz hinten und. Also das sind Informationen, die sind essentiell. So. Wir sehen hier dieses Thema innovativer Hubmechanismus. Das heißt, hier kann ich mit Lösen von Hebeln etc. Die Höhe des Bettes verändern. Und ich habe hier auch schon gesehen, hier sind so Aufnahmen. Hier unten sind die Stifte dafür. Also auf, ich denke mal, dass es eine feste zweite Höhe gibt, die sich dann hier befindet. Schau mal, ob ihr das dann erkennen könnt, wie hoch das ungefähr ist. Also rechts und links haben wir jetzt diese Stifte. Auf diese Höhe werde ich das Bett verstellen können. Und dann bietet sich natürlich wieder mega Platz. Und lasst es mal echt wirken, das ist irre viel Platz hier hinten. Ja, klar, wir haben ein Raumbad, aber das wird sicherlich immer die Brücke sein, die man bauen muss. Wie viel Platz brauche ich wirklich? Möchte ich Längsbetten, möchte ich Querbetten? Weil das natürlich klar ist, dass das hier kein Querbett ist bei der Größe. Dafür habe ich ein Raumbad, dafür habe ich mehr Platz. Jo, dann haben wir hier Gas. Eine Gasflasche, das heißt, ich gehe davon aus, wir haben eine Dieselheizung, das schauen wir uns noch an. Wir haben hier schon vormontiert eine Außendusche. Und auch hier hinten im Bettbereich wieder diese Schalter, wo ich wirklich zumindest den größten Teil des Fahrzeugs schalten kann. Also fühlt sich spitzenmäßig an, das Fahrzeug. Schaut mal, ist schon genial. Hier haben wir die Landstromversorgung und ja, es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Wenn ich nur Platz habe für eine Gasflasche, dann ist sicherlich eine Dieselheizung verbaut. Was gibt es noch zu sagen? Fazit, Eindruck, mega, wirklich.
Raumgefühl, ganz, ganz toll, tolle Features. Und die Länge, also das ist so ein Ding, ich fahre ja 640 und ich hätte diese Länge sehr gerne. Also nicht jeder, weil es gibt auch Menschen, die sagen, nee, bei 540 ist Schluss. Aber das ist nochmal so ein Ticken, wo ich sage, man hat es gesehen im Heckbereich, dass da einfach nochmal ein ganzes Stück mehr Platz ist, so 40 cm, das hört sich nicht viel an, das ist aber in dem Bereich schon ganz, ganz viel. Hier auch nochmal Staumöglichkeit, weil ich es gerade sehe. Ja, wollen wir nicht länger hier verweilen, es gibt noch viele, viele Fahrzeuge zu besichtigen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass es ein Like wert ist. Also das Fahrzeug ist auf jeden Fall ein Like wert, weil ist echt stark. Wir sehen uns und bis dann.